Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir haben eine Verabredung mit dem Krokodil. Denn die Rache ist definitiv mein. Das, was er in der letzten Folge dem Kind angetan hat, ist einfach nur. Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, ey. Aber das ist nicht schlimm. Er wird leiden. Er wird sowas von leiden. Man sagt ja immer, Rache ist nicht. Okay, ich kann mein Pferd nicht rufen. Man sagt ja immer, Rache ist keine Lösung oder so, ne? Und Gewalt und sowas alles. Ich bin vollkommen dafür. Ich würde in Rache Trost finden. Definitiv. Jupp, wenn du sagst, das ist die Arena. Imposant. Die Arena der Gladiatoren. Von hier rekrutiert das Krokodil also seine Privatarmee. Ich muss mehr darüber herausfinden. Entschuldigung, was kannst du mir über diesen Ort sagen? Siehst du das nicht? Das ist eine Arena für römischen Blutsport. Barbarisch, wenn du mich fragst. Aber es hilft den Verzweifelten, ihre Sorgen vergessen zu machen. Früher war es ein Tempel. Man hätte es dabei belassen sollen. Ja, der Meinung bin ich auch. Beridovix, der treue Diener des Todes. Seine Sense wird die Unwürdigen ernten. Diovicus, die lebende Verkörperung des Krieges. Seine Fäuste sind tödlicher als alle Waffen. Hey, Nep! Was kannst du mir über die Männer sagen, die hier kämpfen? Männer? Das sind keine Männer, das sind Götter. Du hast noch nie so wilde Krieger gesehen. Die könnten dich mit einem Hieb in zwei Teile spalten. Ah, hat einer davon rotes Haar? Sie sind Götter unter den Göttern. Hast du nie von den Brüdern aus Gallien gehört? Spürst du ihre Blicke denn nicht? Ihre Statuen stehen neben mir. Danke für die Antwort. Herr, bist du der Besitzer? Ja, das bin ich. Felix Martialus. Und wer bist du? Noch so ein namenloser Möchtegern, der nach Ruhm sucht? Ich möchte nur in die Arena. Es heißt, du hättest einen sehenswerten Kämpfer. Mit rotem Haar? Ah, du meinst die gallischen Brüder. Ja, das stimmt. Aber ich kürze das gleich ab, Kameltreiber. Du kannst es dir nicht leisten. Jetzt hau ab, bevor du die zahlende Kundschaft verscheuchst. Herr, der Mann trägt ein Magi-Abzeichen. Ein Met was? Ha, ist mir scheißegal. Kannst du kämpfen? Du siehst aus wie ein boshafter, räudiger Hund. Nein, nein. Ich habe schon eine Ägypterin. Eine Jägerin aus Siva, die dreimal mehr wert ist als du. Sie ist oft am Obelisken im Osten, wenn du dir eine Tracht Prügel abholen möchtest. Das ist der einzige Weg in diese Arena. Kämpfe auf der Straße, dann kann ich einen Gladiator reinbringen. Also, die gallischen Brüder hatten mit dem Mord an Shadia zu tun. Aber warum tun sie, was das Krokodil sagt? Ich muss da rein, um mehr zu erfahren. Der Besitzer erwähnte eine Gladiatorin aus Siva bei einem Obelisken im Osten. Vielleicht kenne ich sie ja. Siva ist ein kleines Nest. Ich sehe sie mir mal an. Ja, wer könnte das denn sein? Seine Frau? Nein, oder? Seine Frau könnte das nicht sein. Die ist doch bei Kleopatra gerade. Ist es nicht offensichtlich, dass so... Kühe. Aus dem Weg! Oh. Bewegung, los! Ich wollte gerade sagen, warum muss ich denn jetzt eigentlich für das bisschen Senno rufen? Bis zum Obelisken hätte ich es auch alleine geschafft. Halt! Bleib stehen! Da ist die Sivanerin.
Moment. Sieht aus wie... Wie? Kenn ich nicht. Bayek? Mein Freund! Mein Bruder! Oh! Scheiße, schön dich zu sehen. Was führt dich denn in das Fayum? Ich hörte, es sei ein guter Ort für den Erfolg. Hm? Doch, nie hätte ich gedacht, dich hier zu treffen, Kenzer. Was soll ich sagen? Ich folgte dem Ruf der Arena. Ist das zu fassen? Ich bin jetzt eine Gladiatorin. Toll, da ist stolz drauf. Aber komm, lass uns reden. Und trinken. Aber die gefällt mir. Ich mag sie. Die hat schon ich irgendwie... Ich sag es dir, Bayek, mein Traum ist zum Greifen da. Wenn man mir nur eine Chance gäbe. Ich weiß, ich könnte Meisterin werden. Ich meine Geld, Luxus, Ruhm. Alles, was eine Frau begehrt. Ha? Deshalb kam ich ins Fayum, um ein neues Leben zu beginnen und das alte zu begraben. Doch ich wurde an den Toren der Arena abgewiesen. Hoho! Also hast du es endlich aufgegeben, die Welt auf den rechten Pfad zu führen. Gut, das ist ja auch unmöglich. Felix traut Außenstehenden nicht so schnell. Aber keine Sorge, mit meiner Unterstützung kämpfen wir schon bald Seite an Seite. Erst trinken wir. Und am Morgen gehen wir dann zur Arena und ich stelle dich ordnungsgemäß vor. Oh, es ist schön, dass du hier bist, alter Freund. Sollen wir nicht erst was tun? Das ist wahrscheinlich wieder so eine Dingens. Wo ist sie denn jetzt? Oh mein Gott, wo ist sie hin? Ich hab sie verloren. Hä? Ach da. Hä? Habe ich die jetzt echt verloren? Du da! Halt! Och, das nervt. Haben wir denn schon einen getrunken oder ich verstehe gerade nichts. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Sorry. Um die Sicherheit von Krokodilopolis zu gewähren, ist es nötig, die griechischen und ägyptischen Einwohner zu trennen. Ich denke, wir haben schon getrunken. Betritt die Arena, wenn du bereit bist. Ja, bereit bin ich allemal. Aber damit das natürlich ein bisschen hübscher aussieht, werden wir uns unser Sach mit Kostüm tragen. Denn die finde ich wesentlich schöner. Das sieht auch gleich gladiatorenmäßig aus. Ich möchte diesen Mann als meinen Partner. Dann trifft es sich gut, dass der Iberer gestern von den Löwen zerfleischt wurde. Ich habe vielleicht etwas frei. Und wenn Kenzer für dich bürgen kann? Hm? Ihr braucht aber einen Namen, wenn ihr als Duo kämpfen wollt. Wie wäre es mit die Sivanischen Krieger? Ich glaube, die Beschützer von Siva wäre treffender. Ist das einprägsam genug für dich? Ah, es gibt Schlimmeres. Kommt rein. Nachteil ist, mit dieser Rüstung kann ich mich kaum bewegen. Aber sie teilt sie hält natürlich mehr Schaden, glaube ich. Die Kämpfer auf ihren Einsatz im Ring. Was du riechst, sind Schweiß, Blut und reichliche Innereien.
Wenn du anfällig dafür bist, dir in die Rüstung zu scheißen, dann tu es bitte hier. In der Arena wird dich kein Pharao oder Gott beschützen können, Magi. Hier wirst du voraussichtlich sterben. Mach es dramatisch, den Zuschauern zuliebe. Solltest du wieder erwarten überleben, erwarten dich viel Ruhm und Ehre. Und eine neue Chance zu sterben. So ist das kurze, aber glanzvolle Leben eines Gladiators. Also gut, wen haben wir? Ah, da ist Kallistos. Kallistos, ein ehemaliger Soldat des Ptolemäus, der glaubt, er könne mit dem Schwert umgehen. Horus, er war mal mein bester Kämpfer, doch das Alter ruiniert uns alle. Jetzt ist er kaum besser als ein Nachttopf. Er bildet die Anfänger aus. Ist die Rüstung aus Ptolemäus' Armee? Die meisten Kämpfer können sich keine eigene Rüstung leisten. Und wenn, dann hält sie nicht lange. Die Armee vermisst ein paar einzelne Rüstungen nicht. Und es sieht so schön authentisch aus. Apropos authentisch. In der Arena benutzt du die Waffen, die ich dir gebe. Es gibt keine Ausnahmen. Nein. Kenzer kennst du ja bereits. Ihre glühende, doch fragwürdige Empfehlung brachte dich her. Bayek, Krokodilopolis begrüßt einen neuen Kempten. Oder einen neuen Sack voll Blut und Scheiße. Ich will ihn kämpfen sehen. Und wer wäre dafür besser geeignet als die, die ihn empfohlen hat? Na, wie wär's? Bereit, das Schwert zu ziehen, alter Magi? Mal sehen, ob du was gelernt hast. Uhala, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich sehe nichts. Ich sollte echt mal blocken. Die ist gut. Ich blocke, aber das irgendwie funktioniert das nicht mit dem Blocken. Ich glaube, man kann das nicht blocken, ey. Ach, so wird das nichts. Ach, so wird das nichts. Du brauchst mehr Stil und Schauspiel. Ja, ich weiß. Aber du langst ganz ordentlich zu für einen Wüstenhund. Nun gut, Kenzer. Du hast einen neuen Partner. Wir öffnen bald die Tore. Seid bereit. Ich wollte noch meine Kleidung ändern. Das ist das Pakt, das Felix uns zum Fraß vorwerfen will. Eine kümmerliche Mahlzeit, mein Bruder. Okay. Ich werde dir die Nüsse abschneiden und stopf sie dir in den Hals. Das größte Hindernis auf dem Weg zum Ruhm. Die gallischen Brüder. Ich weiß, wer sie sind. Könnte ich jetzt bitte meine Kleidung ändern? Nein, ich kann's nicht. Scheiße. Doch kann ich. Oh, Gott sei Dank. Och, das gibt's nicht. Geht es dir gut, mein Freund? Du bist nicht ganz bei der Sache. Ja. Keine Sorge. Die Nervosität legt sich nach dem ersten Kampf. Mir geht's gut. Aber erzähl mir mal, wie du hierher kamst. Das ist eine Geschichte. Ich wurde als Sklavin genommen, als Ptolemäus bei uns in Siva war. Ein krankes Schwein namens Septimius und sein Clan wollten mich benutzen. Aber ich konnte mir ein Schwert besorgen und schaffte es zu fliehen. Haha. Als ich hierher kam, nahm Felix mich auf, um mich auszubilden. Doch genug von der Vergangenheit, ha? Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dieses große Glück mit dir zu teilen. Bald schon werden die Zuschauer dich anbeten. Fast so sehr, wie sie mich anbeten. Ja, genau. Spalten wir die Sonne mit unseren Schwertern in zwei Teile. Hoho, das ist die richtige Einstellung. Sag Felix Bescheid, wenn du für unseren ersten Kampf bereit bist. Je eher wir anfangen, desto eher sind wir Meister. Der neue Kämpfer aus Siva.
Ich freue mich darauf, dich in vielen Schlachten zu demütigen. Ich scherze nur. Vielleicht müssen wir da draußen gegeneinander kämpfen, aber das ist nur ein Grund mehr, hier drin zusammenzuhalten. Freut mich zu hören. Warum riskiert ein ptolemäischer Soldat sein Leben in der Arena? Ich befolge nicht gern Befehle. Das hilft nicht in der Armee. Aber ich habe eine Familie zu ernähren, also bin ich hier. Schon gegen die Brüder gekämpft? Viridovix und Diovikos? Man hielt mich bisher nicht für würdig. Und ich bin wirklich froh, dass es so ist. Okay. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Er sitzt davor hier, als wenn er sich irgendwie schminken möchte. Du bist Horus, nicht wahr? Felix sagte, du wärst der Ausbilder hier. Nicht freiwillig. Die gallischen Brüder verletzten mich am Kopf. Sie hätten mich getötet, wäre Felix nicht eingeschritten. Was kannst du mir über sie sagen? Du willst nicht gegen sie kämpfen. Sie sind stark und schnell und sie töten gern. Für sie ist das Spaß, Sport. Ui. Schöner Hintern. Hallo. Entschuldigung, du kannst dich nicht bücken. Warte. Jep, da ist er wieder. Und jetzt nach vorne. Oh Gott, ich bin so schlimm, ey. Und sollte meinen, ich bin ein Kerl. Wir sind soweit. Wirklich? Nein. Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Kochen die an? Na, dann wollen wir mal. Wollen die unser Blut sehen oder deren Blut? Wo kommen die denn? Ach, egal, da. Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Ach, sie bewundern mich, weil... Das die war ein Männer, guter Anfang. Die Frauen. Die beiden ich habe alles, was ich mir wünsche. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Kämpfst du weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen. Ja, ja, ja. Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Das war alles sehr einfach. Jetzt wird's gleich schwer. Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Ah! Die neuen Lieblinge der Arena. Ah! Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Hä? Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf den Nerv. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Hm? Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnte jeder der Gladiatoren für das Krokodil arbeiten. Vielleicht gibt es hier Beweise für die Aufträge der gallischen Brüder. Und auch für die Identität ihres Patrons. Da ist die nächste. Ihr Eieteil,
Also, du fühlst dich sehr gut? Planst deinen Weg an die Spitze? Glaub mir, was wir tun, ist nicht nobel. Wir sind nur Söldner, mehr nicht. Nur Söldner? Die Reichen mieten unsere Schwerter? Ja, du hast es gehört? Mein Rat, geh nicht darauf ein. Das ist gefährliches Terrain. Ich sah viele gute Männer sterben. Kämpfe und geh nach Hause. Lass die Finger von den Aufträgen. Na, das nichts. Eher noch was? Ein imposanter Einstand, Sivana. Ich bin ein wenig neidisch. Ich muss schnell mehr Geld verdienen. Ich habe gehört, es gäbe Aufträge außerhalb der Arena. Dir bleibt auch nichts verborgen, mein Freund. Wir sollten nicht darüber reden. Aber von Zeit zu Zeit ergeben sich Gelegenheiten. Ich glaube, ich habe mich nun selbst als würdig erwiesen. Kennst du auch die Auftraggeber? Es gibt einen Grund, warum diese Leute im Schatten bleiben. Niemand kennt ihre Identität. Hör auf meinen Rat. Wenn du das Glück hast, ausgewählt zu werden, dann tu, was man verlangt und freu dich über den Lohn. Da steht und sei dankbar für die Bezahlung, ey. Könnt ihr denn nicht ordentlich übersetzen? Nixe, Dixe. Ein Briefwechsel zwischen Felix und jemandem ohne Namen über das Anheuern von Gladiatoren. Das könnte das Krokodil sein. Felix, er beschwert sich, dass die gallischen Brüder Befehle nicht befolgt haben. Er will wissen, ob andere zur Verfügung stehen. Ah, das kommt mir sehr gelegen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ah, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Ja, ich denke hier, ja. Ach ja, die Löwen. Ja, stimmt. Kann ich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie zähmen, oder? Hallo, Lippe. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Ja. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Der Metzger und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Noch wilder als die wildesten Bestien. Sterben, du Bastard! Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Oh nein. Nein, ich will ihn nicht töten. Ehrlich nicht. Stirb endlich! Eins sag ich töte den garantiert nicht, ey. Dir die Eingeweide raus. Oh, ich töte den nicht. Ich töte den nicht. Nein. Ich
Kühle nicht töten. Es tut mir so leid. Leider, der Spruch von ihm war gut. Ich habe einen Mückenstich unterm Ohr. Die Beschützer von Siba haben einen weiteren Sieg errungen. Oh je, welche große Überraschung. Sind die gallischen Brüder die Nächsten? Na, kann ich noch mal irgendwie quaddeln? Ist das Kallistos? Was war denn? Ich habe ihn gewarnt. Er nahm den falschen Auftrag an. Er war nur ein weiteres stumpfes Instrument für sie im Kampf gegen ihre Feinde. Weißt du, wer ihn anheuerte? Nein. Und Felix verrät es nicht. So läuft das nun mal. Einige sterben, andere werden reich. Und alle halten den Mund. Aber unsere Bekannte ist da hinten irgendwo. Die ist auch nicht hier. Okay, Leute, ich muss aber eh Schluss machen, oder? Ne, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hab mich vertan. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Sie hat einen Auftrag, wie der bei dem Kallistos-Stab. Achte auf deinen Tonfall. Was Kallistos passierte, war unglücklich. Er kannte das Risiko. Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Was? Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. Und das gegen die Brüder? Alleine? Wie unfair ist das denn bitte? Oh Gott. Nee, doch nicht. Du bist so gut wie tot. Dafür schlag ich dich tot. Okay. Hier, da. Ah, hier. Vorsicht. Komm hier rum. Die Mitchell fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Ah, ich hätte mir das für den da hinten aufsparen müssen. Oh oh. Was hatte ich jetzt falsch gedacht? Okay. Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Okay. Okay, der ist ziemlich blöd hier gerade. Okay. Ja, du bist auch selten dämlich, ey. Ja gut, das war jetzt nicht ganz meine Schuld, ne? Ich kam da nur nicht schnell genug weg. Mm-hmm.
Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix wartet! Und mit was soll ich kämpfen? Mit Luft oder was? Okay, jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen. Ja. Oh mein Gott. Okay, meine Lieben, ich sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.